Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dark Souls 3 bis Nico heult. Ja, ich habe mal die ganze Kamera ein bisschen umgebaut hier. Jetzt kann ich mich nicht nur anlehnen, was super geil ist, sondern ich habe auch mal das Licht angemacht. Ja, jetzt glänzt sich zwar im Gesicht ein bisschen, aber meine Brille ist jetzt zumindest nicht mehr gespiegelt, beziehungsweise ihr seht den Fernseher nicht. So. Wir haben uns in der letzten Folge herbegeben. Das ist sozusagen der Punkt gewesen, wo wir, ja, angekommen sind. Und, warte mal, wir sind das letzte Mal da runtergegangen. Man kann auch hier runtergehen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es da eventuell zum Boss geht. Ich weiß es nicht. Oh, falsche Taste. Scheiße. Es ist aber auch, weißt du? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Habe ich zu große Pfoten oder so? Für den Controller? Ist der größer? Kleiner als der Xbox 360 Controller? Ich weiß es nicht, weil ich habe ja auch Dark Souls mit, also Dark Souls 1 mit dem 360 Controller gespielt. Und da hatte ich nicht solche Probleme, wie ich es mir gerade einbilde. War das eine Falle oder wo? Was? Ach, da! Da! Warte. Gehen wir mal kurz hier hoch. Ja, genau. Sag ich doch. So, weil hier habe ich mich nämlich auch im Stresstest nicht so sonderlich umgeschaut, beziehungsweise bin, wenn ich da lang gegangen bin, eventuell durchgerusht. Wenn es tatsächlich der Bossweg ist, ansonsten habe ich den vielleicht gar nicht gemacht. So. Haben wir Schwein. Dass die so relativ langsam sind. Oder wir trinken mal was. Die bringen halt auch nicht mehr so viel, ne? Also jetzt schon nicht mehr. Die Statuen, die erinnern mich auch irgendwie an, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das Monumental aus Demon's Woods. Warte mal, da geht's. Ne, da geht's nicht weiter, ne? Wir gehen erstmal hier dann. Achso, da geht's hoch. Ah, oh, so viele Wege. Ich kann mich hier. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war, ey. Ich weiß es nicht. Was aber gut ist, wie gesagt, also diesen Stresstest, den habe ich ja nicht selbst gespielt. Ich habe ja nur, ja, auf der Gamescom sozusagen gespielt. Ich weiß gar nicht, ob man da selbst spielen konnte, aber da hatten wir halt, einen Termin. Einen Langbogen. Sehr schön. Und da durften wir halt 40 Minuten knapp anspielen. Da waren wir halt zu sechst oder so in einem Raum und haben halt zocken können. Wie es halt im Prinzip mittlerweile, was auch gut ist, jedes Jahr so ist. War ja auch bei Bloodborne so, war bei Dark Souls 2 so, war jetzt bei Dark Souls 3 so. Mal gucken, ob es dann dieses Jahr wieder was gibt. Ich glaube es nicht, weil sonst, ja, wäre es, glaube ich, jetzt schon angekündigt, ne? Normalerweise. Ich weiß es gar nicht. War um diese Zeit letztes Jahr schon Dark Souls 3 angekündigt? Ich glaube nicht, ne? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das kurz davor kam. So, warte mal, ich guck mal hier, ob wir da irgendwie runterkommen. Ich habe zwar kein Item gesehen, aber ja, nee. War jetzt nicht so ganz spannend. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, ja. Geil. Ich glaube, wir waren hier doch schon mal. Seele eines verlassenen Leichnams. Also ich war hier, glaube ich, schon mal. Also ich kann mich so dunkel dran erinnern. Ist jetzt halt auch schon ein halbes Jahr her. Ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr eigentlich schon. Und ihr wisst, mein Gedächtnis ist nicht so geil. Nicht so ganz geil. Ja, gibt's ja jetzt tatsächlich nichts, oder was? Habe ich mich jetzt hier komplett verrannt?
Und warum hat die so einen Teppich da drunter? Ist die irgendwie besonders wichtig? Die ist halt auch recht groß. Alter. Da wirke ich ja echt klein dagegen. Wenn ich hier davor stehe, sehe ich aus wie so ein kleiner Heinzelmännchen. Oder wie so ein kleines Heinzelmännchen. So, das kann man auch nicht kaputt machen. Da drüben waren wir auch noch nicht. Hier geht's auch nicht hoch. Ich werde nicht den Fehler machen, dass ich jetzt, ja, Gebiete komplett verpasse. Deswegen schaue ich mich mal ein bisschen mehr um. Das habt ihr ja immer gesagt, so hier, guck ich mal ein bisschen mehr um. Ich werde ja ohnehin nicht alles entdecken. Also das selbst, wenn ich mich jetzt total umgucke. Das habe ich ja im Bloodborne auch teilweise gemacht. Also ein bisschen besser, glaube ich zumindest. Ein bisschen besser oder mehr umgeschaut als in Dark Souls 2 zumindest. War ich daher. Ja, mittlerweile hat man nicht mehr so krass den Druck. Und die Angst zu sterben, ich meine, es passiert, ja, aber man guckt ja trotzdem ein bisschen mehr und man hat ein bisschen mehr Ruhe, weil man weiß, worauf man sich im Prinzip eingelassen hat. So, naja, dann bleibt uns... Oder täusche ich mich da? Ne, dann porten wir uns einfach nochmal in die andere Richtung. Machen wir einfach mal so. Turm auf der hohen Mauer oder was weiß ich, was da stand. Ich hab's nicht gelesen. Ich gucke immer noch. Okay, der Sound hält noch. Ich habe mal ein bisschen sehr viel Angst deswegen, dass hier alles nicht klappt. Weil wir das jetzt noch nicht so oft gemacht haben in der Konstellation, dass es da irgendwie zu Abbrüchen kommt. Früher haben wir es ja alles anders gemacht. Anders. Und da ging das alles. Da hat man zur Kontrolle. Da haben wir noch eine Zahl gehabt auf dem Bildschirm. Haben wir jetzt halt nicht mehr. Das ist das Problem. So. Und mir ist eingefallen, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wir sind bei der einen Stelle, wo wir halt das Riesenfieder hatten, also diesem, ja, den Schildtypen halt. Den Weg sind wir abgegangen, aber das stimmt gar nicht. Weil da sind wir ja dann zurückgegangen. Weil ich die Seelen safen wollte. Da gehen wir jetzt nochmal hin. So, hier lang, genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt diesmal den Typen wieder vorbeirenne. So. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich wollte eigentlich immer mal so ein Repost mal probieren, wie das jetzt in Dark Souls 3 ist. Ob ich da irgendwie das Timing besser hinkriege. Aber ich traue mich nicht so richtig. Kennt ihr das Gefühl? Ich traue mich nicht. Weil es ist dann rausgeschmissene Heilung sozusagen, wo ich dann einfach mal eine Estus halt nehmen muss. Genau, da müssen wir hin. Da wollte ich hin. So. Ach, scheiße, ey. Zack, da kommt gleich wieder runter. Ja, war nicht optimal. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir jetzt gleich rechts rum können. Oder ob wir da durch das Häuschen gehen müssen. Nee, wir können auch hier lang, oder? Ja. Da ist noch einer. Da ist ein Item. Der ist bestimmt saustark. Nein! Wart. Also beschissen hätten wir es nicht machen können. Beschissen hätten wir es nicht machen können. Wo ist der? Ich habe ihn nicht nur nicht getroffen. Scheiße. Rapier. Wo ist er da? Okay, komme ich nicht hoch. Es ist ein Traum. Ja, jetzt komme ich nicht mehr lang. Was? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt Phase? Ich komme da nicht mehr lang. Was ist denn das? Was?
kann ja keine Ahnung, dass er plötzlich hier seine super Magic Spells auspackt. Kann auch keine Ahnung, dass ich da nicht mehr langkomme. Aber ach Gott, ey. 2000 Seelen liegen da jetzt. Da ist ein richtig geiler Drache. Den wir wahrscheinlich auch irgendwann mal killen können. Können wir vielleicht jetzt schon machen. Mit 2000 Pfeilen oder so. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Können wir mal ausprobieren. Aber nicht jetzt. Ich mach erstmal, falls er mich wirklich angeflogen kommt, habe ich ein kleines Problem. Weil dann lebe ich wahrscheinlich nicht lange. So, nein. Ah, Mann. Ich meine, die halten nicht viel aus, geben nicht viele Seelen. Und trotzdem soll ich mich von denen hitten. Das ist nicht ganz so geil. Aber es sieht schon echt ganz cool aus. Wenn ich mal... Ich sag mal, gut, es ist jetzt nicht so die Top-Notch-Grafik. Scheiße. Die man jetzt von anderen Spielen kennt, beispielsweise, die jetzt mit der New Gen rauskamen. Aber... Erinnert euch mal an die Zeit von Demon's Sword zurück oder Dark Souls 1, wo es halt Spiele auf dem Markt gab, die wesentlich besser aussahen. Es war ja damals dann schon nicht, nicht mal mehr zeitgemäß die Grafik, die da war. Und dafür haben wir jetzt hier echt schon schick krass. Okay, es hat geklappt. Wesentlich schickere. Ja, eine wesentlich schickere Grafik. So, da sind meine Seelen. Scheiße, stimmt. Okay, gehen wir jetzt hier die Seelen holen. Hier wieder hoch. Dann gucke ich mal, dass ich hier ein paar Items mitkriege. Ohne mich von dem Typen sehen zu lassen. Okay, ich weiß nicht, ob wir... Da ist auch noch ein Item. Was? Ich sollte... Wie schon mal von mir erwähnt irgendwie, viel öfter das Schild oben tragen oder oben halten. Würde ich auch machen, wenn er... Wenn der Button irgendwie geiler wäre. Ah, okay. Da ist der Boss. Da bin ich nämlich mal durchgerannt, weil ich die zwei Typen... Ich glaube, da kommt sogar noch ein dritter irgendwo her. Den habe ich nämlich nicht geschafft. Deswegen bin ich einfach mal durchgerannt, weil ich halt auch nicht mehr so viel Zeit hatte. Wie gesagt, ich hatte 40 Minuten, um den Boss zu finden. Um mir irgendwie das Spiel in der Gänze mal anzuschauen. Erstmalig vor allem. Ah, hier. Okay. Krieg mal hier die Items. Können wir ja noch irgendwie höher? Ich werde ja jetzt wohl nicht rüberspringen können. Achso, mal wegdrücken das Item. Ich gucke mich immer auf die Umgebung irgendwie. Alter, genau. Oh, das hätte auch echt bitter ausgehen können. Weil das sind nämlich die Viecher, die man tatsächlich nicht nur schätzen darf. Das ist, glaube ich, na, ist im Prinzip die Viecher aus Dark Souls 1, die dann so richtig ausrasten. Und wenn du da immer drin bist, dann ja, kriegst du das mal eine Stange Schaden. Hier, das sieht doch aus wie ein Shortcut, ne? Auch wenn ich nicht weiß, wo wir jetzt hinkommen. Ach, okay, warte mal. Jetzt sind wir... Ah, genau. Wir sind... sozusagen... vorm Leuchtfeuer jetzt. Jetzt müsste... Hier sind die Hunde.
Vor dem ersten Leuchtfeuer sozusagen. Scheiße. Nein. Da ist der Hund. So, ja, wir müssen die jetzt sowieso gleich nochmal besiegen. Deswegen, ich gehe jetzt mal hier hin, dann haben wir zumindest den Shortcut frei. Vielleicht gehe ich auch nochmal, komm, wir gehen nochmal in den Nexus. Ich sage mal Nexus, das ist der Feuerbandschrein. Wir gehen in den Feuerbandschrein, kann ich nicht doch. So, mach nochmal zwei Level, glaube ich. Und dann gehen wir allmählich zum Boss. Also ich gucke mir das Gebiet davor noch mal ein bisschen um. Das kann ich auch schön mit den Händen, ja. Das habe ich nämlich vorher nie gesehen. Ich kann schön mit den Händen gestikulieren, wenn ich den Controller nicht in der Hand habe. Genau. Wir werden uns das Gebiet vorher noch mal umschauen. Und spätestens in der nächsten Folge haben wir dann zumindest die erste Bossbegegnung. Die erste richtige Bossbegegnung. Und den habe ich tatsächlich... Ich weiß, wie er aussieht. Ich weiß, welche zwei Phasen der hat, glaube ich. Aber ich habe halt nicht getötet. Weil der tatsächlich die Zeit nicht gehalten hat. Oder gereicht hat. So. Ich mach mal Leben. Ich kann nur ein Level. Okay, warte mal. Nee, warte mal. So. Da würde ich sagen, schlucken wir mal was hier. Dann können wir gerade mal schauen. Die Neuerung, die ich nämlich aus, Dark Souls 2 ganz cool fand, dass man mehrere Seelen sozusagen. Wo ist denn das? Meine Stimme geht schon weg. Jetzt schon. Mehrere Seelen sozusagen Auswahl benutzen. Ah, genau. Mehrere Seelen poppen konnte. Das war ganz cool. Wir machen mal zwei und schauen mal. Reicht das? Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt brauchten. Okay. Wir brauchen also 1880 oder sowas. So, dann nehmen wir mal hier eine von. Geben 200. Oh, nee. Ey, sag mal. Nehmen wir mal noch eine. Das ist halt überhaupt die Frage. Ich schau mal, ob wir irgendwie... Haben wir irgendwas gefunden? Nee, ne? Also... Okay. Hat ein höheres Gewicht. Wir gehen nicht über die 75%. Von daher können wir das eigentlich mal nehmen. Das Ding. So, Ringe haben wir jetzt auch keine weiteren. Das Schild haben wir ja gekriegt. Das können wir uns nochmal angucken. Hat ein höheres Gewicht, hat weniger Robustheit, das ist, glaube ich, also es müsste die Haltbarkeit sein. Und hat direkt 100% Block, das ist ganz geil. Okay, nehmen wir das mal. Wir haben halt auch neue Waffen bekommen. Das können wir alles nicht nehmen, weil wir nicht genug Beweglichkeit haben. Was hat denn unsere? 137 plus 26, das ist aber durch Stink. Durch unsere Stärke sozusagen. Macht das alles nicht so viel Sinn. Ein Langschwert. Hat Bias auf D. Ja, Langschwert ist im Prinzip das Pendant zur Streitaxt irgendwie. Nur, dass jetzt unser Ding halt auf plus 1 schon ist. Ja gut, haben wir nichts Besseres. Okay, machen wir uns wieder zurück. Haben wir jetzt halt den Shortcut sozusagen freigeschaltet. Den habe ich gesucht. Oder ich habe gehofft, dass es einen gibt. Ich wusste es tatsächlich nicht. Und dann können wir uns zumindest den Boss ein bisschen, ja, besser anschauen, falls wir da sterben sollten. Wovon ich ausgehe. Weil ich nicht mehr so drin bin, tatsächlich. Auch wenn Chris zum Beispiel beim ersten Boss mehrere Anläufe gebraucht hat. Ich fand ihn halt super einfach. Vielleicht habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch extrem viel Skill gegessen oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Es sieht zumindest nicht danach aus. Ich bin, wie oft, zweimal gestorben, dreimal? Dreimal sind wir gestorben bisher. Von daher,
Ja, es gab schon schlechtere Zeiten, sag ich mal. Das war die falsche Scheiße. Ach Mann. Jetzt habe ich echt mich zur falschen teleportiert. Das ist der Nachteil, wenn man sich teleportieren kann. Ich weiß halt auch nicht, ob die Ladezeiten dann mit dem Day-One-Patch beispielsweise nochmal ein bisschen herabgesenkt werden. Es gibt ja hier und da noch ein paar Frame-Drops, FPS würde ich sagen. Ja, weiß nicht, was die da noch so machen. Also performance-technisch wollen sie halt noch ein bisschen was regeln. Ob da jetzt die Ladezeiten mit inbegriffen sind, das weiß ich halt nicht. Ja, auch die Hallo-Maske ist wieder mit dabei. Die Fahrerarmrüstung, geil. Aus Dark Souls 2 bekannt. Die sah eigentlich immer ganz stylisch aus. So, jetzt hier, genau. Dann machen wir das einfach mal so. Umgehen wir ein paar Feinde. Kriegen eine Axt in den Rücken. So ist das halt, ne? Im Leben von Dark Souls 3 kriegt man einfach mal eine Axt in den Rücken. Haben direkt sozusagen eine Flakon. Ich sag immer noch Flakon. Ja, das war doof jetzt. Ich versuche mich umzugewöhnen. Estus zu sagen. Es ist ja eine Estus-Flakon. Flakon ist ja im Prinzip, naja, so eine Art Flasche letztendlich. Ich sag immer, ne? Als ob ich sage, ich will mal eine Flasche nehmen. Nee, eine Flakon. Man sagt ja, ich möchte ein Wasser und kein Glas. Verstehst du? Weiß ich nicht. Habe ich mir seit Dark Souls 1 ist es eigentlich so, dass ich dazu Flakon sage. Beziehungsweise Flakon. Früher habe ich Flakon immer gesagt. Bis ich dann gemerkt habe, hey, das ist doch eine Flakon. Okay. Einfach mal die Einrichtung kaputt machen und da hoffen, dass da irgendwas ist. Oh, warte mal. Hier waren ja die ganzen Viecher. Mir fiel's gerade ein. So. Ja, okay. Können wir mit leben. Mit dem allerdings nicht. Da ist noch ein Item. Grüne Blüte. Heilt Vergiftung, glaube ich, ne? Ja, haben wir natürlich nicht drin. Aber 15 Brandbomben. Und da jetzt mit eingefallen ist sozusagen, dass der erste Boss, oder der Boss hier, sozusagen auch Feuer, eine Feuerwaffe hat, bin ich mir gar nicht sicher, ob wir die Brandbomben da gescheit anbringen können. So, ich probiere mal was. Hat super geklappt. Scheiße. Das ist halt, Gott, ey. Nein! Er folgt uns jetzt nicht, ne? Genau. Was mir jetzt auch gerade wieder eingefallen ist, können wir jetzt gleich mal machen, bevor wir hier... Weil hier ist, glaube ich, nicht mehr so viel. Das machen wir gleich. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Müssen wir mal gucken. Ja, ist doch noch ein bisschen mehr jetzt gedacht. Krass. Weil da hinten ist ja auch noch was. Kann ja gut sein, dass es da noch einen anderen Weg sozusagen, einen regulären Weg vielleicht dahin gibt. Oder noch ein Leuchtfeuer in der Nähe ist. Langschwert. Okay, haben wir schon. So, jetzt kommen wir hier wieder aufs Dach. Man muss sich halt echt immer merken. Ach, hier. Ach, okay. Das habe ich natürlich nicht erwartet, das war jetzt... Ich habe die Leiter ja nicht gesehen. Okay, krass. So beschließt sich der Kreis also. Können wir hier lang? Okay. Dennoch... Jetzt muss man auf dem wieder aufpassen. Dennoch haben wir da hinten... Nicht so viel Lärm machen. Doch schon noch ein größeres Tor. Jetzt müssen wir halt nur drauf achten... Und wird da so viele Seen? Wo haben wir denn die Seen her?
Ich sehe immer nur, wenn ich drauf achte, dass die Gegner so 30, 40 droppen. Und bumm, haben wir schon wieder im vierstelligen Bereich hier. Ja, komm. Wenn du halt nicht angreifst, dann mache ich das halt. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir von den Kriegern, also von den Rittern... Du bist ganz schlau, oder? Dass wir von den Rittern nicht überrascht werden. Was sind das eigentlich für Viecher hier? Erinnert mich so ein bisschen an Bloodborne, an diese Hexen. Ne, mit so einem Buckel irgendwie. Das sind halt auch so... Das sind Zombies, beziehungsweise Untote. Ah, sieht schon sehr geil aus. Da fragst du dich halt echt, was zur Hölle ist denn hier passiert? Dass das so... Ich weiß nicht, ob das die Bösen sind, ob das irgendwelche Verfluchten sind. Wenn die noch leben würden, würden die uns angreifen. Sowas in der Art. Oder ob das welche wie wir sind, sozusagen. Es soll sich ja, der Kreis soll sich ja eigentlich schließen mit Dark Souls 3. Und die Welten, ja, verbinden, sozusagen. Dark Souls 1 bis 2 oder bis 3. Was? Und was ist dann da? Was? Das sieht auch aus wie ein Bosskampf. Oder spinne ich? Ich trinke mal was. Kann man der Kinder erzählen, dass ja jetzt kein Bosskampf kommt? Okay. Vielleicht, wenn ich... Hab ich's gesagt? Okay. Kennen wir übrigens auch aus dem Endscreen. Aber was der so richtig kann, weiß ich nicht. Fort vom Nordwindtal. Gab's den auch schon? Ah, okay. Gab's den schon im... Nein. Im Netzwerk-Stresstest? Ich dachte, da gab's nur einen. Okay, ich klappe einfach mal drauf, in der Hoffnung. Ja. Oh, jetzt rastet er richtig aus. So, ich trinke mal was. Ich trinke was. Komm. Na komm. Alter, First Try. In dein Gesicht. Ich fass es ja nicht. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich habe den noch nie gemacht. Da habe ich einen Erfolg. Und im Netzwerk-Stresstest, da war ich nicht eingeladen. Schämt euch, Bandai Namco. Und auf der Gamescom habe ich den tatsächlich nicht gesehen. Ich habe mir auch kein Video angeguckt oder sowas, also keine Angst. Seele von Ford aus dem Nordwindtal. Ich bin selbst etwas beeindruckt, dass wir den jetzt gepackt haben. Und direkt ein Leuchtfeuer freigeschaltet haben. Krasse Sache. Da kommen wir in ein neues Gebiet. Aber, ja, krass, ey. First try. Ich fass es ja nicht. Schon ein bisschen geil. Ich sehe auch gerade, unsere Zeit ist um. Von daher, mit diesem grandiosen Sieg verabschiede ich mich in den Endscreen. Ja, meine Fresse. Fort vom Nordwindtal. Der kam so schnell, wie er gegangen ist. Beziehungsweise umgekehrt. Krasse Sache, First Try, und ich gelobe, ich habe mir nichts angeschaut. Es war einfach nur purer Skill, den ich da ausgepackt habe. Vielleicht auch extrem viel Glück, man weiß es nicht. Ja,
Auf jeden Fall der zweite Boss im First Try down. Und naja, das ist im Prinzip nicht der Boss, den ich erwartet habe. Mit den zwei Schwertern sozusagen. Ich glaube, der wird uns in dem anderen Gebäude da hinten erwarten. Ja, da gehen wir als nächstes hin. Das und viel mehr in der nächsten Folge von Dark Souls 3 bis Nico Holz. Wir sehen uns beim nächsten Mal morgen um dieselbe Uhrzeit. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.